Was ist hier los? Erwin? Red? Was macht ihr? Hallo? Keine Ahnung, was das ist. Es schaut immer so komisch aus, wenn man sowas machen kann. Keine Ahnung. Hallo Leute! Geh zum Trainingsplatz, steht da. Also gehen wir dahin, weil ich habe ja keine Ahnung, was wir letztens gemacht haben, weil es ist ja nicht so, als würde ich dieses Spiel spielen. Naja. Wer seid denn ihr? Wer seid ihr denn? Naja. Im letzten Part hat ja und da dieser Trainer von der nächsten Mannschaft, der Ex-Trainer von der Mannschaft, gegen, nicht schon wieder Alpin, ich sage jetzt einfach Alpin. Mir egal. Alpin. Schule gedöhnt. Ja, der möchte uns jetzt helfen. Ja, warum? Schaut euch den letzten Part an. Naja, was habt ihr da eigentlich vor? Wer seid ihr eigentlich? Hey, habt ihr Fußballer schon gehört, dass er wieder zurückkommt? Wer kommt zurück? Sagt bloß Non si posso credere. Wirklich? Wer? Was? Echt? Wer? Das Spiel ist manchmal so gemein, dass, ja, wer ist jetzt da? Wer kommt denn jetzt zurück? Warten wir doch jetzt noch mal 10 Stunden, sagt das Spiel. Naja, hä? Könnt ihr uns auch mal sagen, von wem ihr da redet? Wer kommt wieder? Ryoma Nishiki. Ryoma Nishiki. Unser Superstürmer. Wir nennen ihn den Römer. Den Römer. Er hat einen echten strammen Schuss und hat eine Menge Tore für uns erzielt. Der war echt eine Nummer. Hat die übelsten Pässe noch sauber angenommen und eine Bude gemacht, als wäre nichts dabei. Eine Bude gemacht. Aber eines Tages entschied er, nach Italien umzuziehen und weg war er. Anschließend hat er dort mit Profis trainiert. Ui, wirklich? Dann muss er jetzt ein Superspieler sein. Und den werde ich kennenlernen. Das macht mich fast ein bisschen nervös. Ach Quatsch. Der ist schwer in Ordnung. Hat ein Herz groß wie ein Traktor. Ihr versteht euch sicher bestens. Oder er hat sich auch verändert. Wie jeder irgendwie, keine Ahnung. Leider ist er manchmal etwas verpeilt. Wir hatten mal was ausgemacht und er kam 12 Stunden zu spät. Ja, ist eh nix. Ist eh nix. Ja, manchmal frage ich mich auch, wer ihm morgens die Schuhe bindet. Hey, erinnert ihr euch noch an die tolle Taktik, die wir mit ihm damals geübt haben? Wenn er wieder zu uns käme, könnten wir die nutzen. Ihr wisst schon, die Flügelpfeile. Der Römer war immer der wichtigste Mann dabei. Ach ja, damit haben wir immer über die Flügel angegriffen. Oh, gut, dass er jetzt kommt und vielleicht unserem Team beitritt. Weil, Gedöns, weil wir brauchen Flügelspieler, also eine Flügeltaktik, Gedöns. Wenn man damit irgendwie den Arktisblock umgehen könnte, hat der Römer nicht mal Notizen dazu gemacht, auf irgendeinen Taktikzettel? Irgendwie muss euch entgangen sein, dass Nishiki in den Kendo-Club eintreten ist. Ah, eintreten wird? Bin ich blöd oder was? Ihr Fußballer lasst also schön die Finger von ihm. Er wird ein Weltstar im Kendo und deshalb bleibt Ryomas Kram auch schön bei uns im Dojo. Aber das ist unfair. Weg sind sie. Offensichtlich ist unser Römer bei mehreren Clubs heiß begehrt. Die Kendo-Leute haben also all seine Kram. Was? Also, wenn wir den Taktikzettel finden könnten, hätten wir eine Chance gegen Alpin. Ja, wann hat er denn geschrieben, diesen Taktikzettel gedöns? Warum sage ich heute so oft gedöns? Keine Ahnung. All die Jahre hat er das sicher bei sich irgendwie. Naja, die Chance dürfen wir uns nicht entgehen lassen. Los, auf zum Dojo des Kendo-Clubs. Yay! Neuer Ort in der Schule. Besichtigen wir können. Und schnatter habe ich letztens vergessen auch zu dingens. Also. Oh.
Sean Frost ist echt gut. Kein Wunder, dass er in einer Liga mit Trainer Evans spielt. Oh, da ist aber jemand ein Fan. Ich habe ein paar gute Abzüge von ihm. Soll ich die Abzüge machen? Ja, du. Ja, immer die Mädels, gell? Was? Das war doch nicht so gemeint. Ja, Sky. Du bist verknallt. Wisst ihr noch, als der Römer damals in unserem Team war? Er ist immer zu spät gekommen. Oh, wie schade. Naja, eher nicht so schade, aber egal. Wo ist denn der Kendo-Club? Kendo-Club, soll ich das jetzt noch ansprechen? Ja, ich... Oder da oben. Wahrscheinlich da oben. Hallo. Hallo. So, neuer Ort. Yay, viel erkunden. Sehr viel sogar zu erkunden. Hier Gippentut. Dieses riesige Gebäude ist das Fußballstadion. Das Prunkstück der Reimann Junior High. Ah, hier geht's also zum Stadion. Eigentlich wollte ich ja diese Touren machen, weil ich möchte einen Spieler anwerben. Den kann ich jetzt noch nicht. Erst wenn ich Touren. Keine Ahnung. Hallo. Wo wir schon mal dabei sind, sollten wir über das Thema, was? Makroökonomie sprechen. Makro ist das nicht riesig, also so riesig. Das wird euch sicher allen gut zu gut oder zu guter zu guten. Was redet ihr eigentlich? Ich höre Herrn Gray ja gern zu. Schade nur, dass seine ewigen Sermone sich im Unterricht immer fortsetzen. Ich habe keine Ahnung, was Hühner zum Bequasseln, oder? Geh weg. Hühner, hallo. Ob du Bauer oder Prinz bist. Komm mir nicht zu nahe, mein Schnabel ist spitz. Ach ja. Ich habe einen Wurm erwischt. Lecker, nicht neidisch werden. Ach man, wie ich das liebe. Ach ja. Wenn du dich mit Hühnern unterhältst, ist dir das erste Stadium des Wahnsinns erreicht. Ach man. Ach, ja. Naja, du da, Andrin, ich muss gerne. Eine Partie Fußball? Nun, ich bin nicht als der große Neinsager bekannt, also kann's losgehen, jawohl, ja. Jawohl, ja. Naja. Sag mir nix. Japan-Historiker. Naja. So, wer steht denn da im Dings? Im Dings steht ein Dings. Nein, ich wollte doch darüber. Boah, du hast keine Chance. Es sei denn, du benutzt eine Spezialtechnik. Die machst du aber nicht. Aber ich mach jetzt eine Spezialtechnik. Naja, rein mit dir. Und ich achte... ist das der gleiche Hintergrund wie sonst an der Reimann? Ich glaube nicht. Nee. Ich glaube, das Gebäude rechts, dieses lila Dach... Da rechts hinten, kurz, ja. Ich glaube, das ist das Dojo-Gedöns. Schon wieder Gedöns, warum sage ich das immer? 85. Feuerreiferschuhe. Okay. Es will jemand beitreten. Mentwoil. Schauen wir mal, was du für ein Typi bist. Passionierter Münzensammler, der jetzt auch international tätig werden will. Naja, Annahme, was bist denn überhaupt? Okay. Kann ja nicht schaden. Schadien. So, das war wohl der Beweis, dass wir härter trainieren müssen. Natürlich. Ein potenzieller Gegner. Wollt ihr eure Qualitäten gegen uns vielleicht unter Beweis stellen? Ja, natürlich. Ach ja. Ich habe heute so viel Zeit zum Aufnehmen. Naja, ich habe sowieso immer Zeit zum Aufnehmen, aber ich habe jetzt einige Stunden sogar bin ich heute allein zu Hause. Und ihr wisst ja, optimal für mich, weil ich mag ja nicht, wenn da draußen dann wer herumlatscht, während ich da aufnehme. Und das kann ich mir jetzt sparen, einige Stunden lang, und deswegen nütze ich das zum Aufnehmen. Schon wieder einer. Du schaust aus wie ein Ninja. Bolt
So, in die Enge getrieben, wirft er gerne einen Rauchball und verschwindet. Sollen wir sowas? Sollen wir es? Er ist ein Ninja, warum auch nicht? Aber auch wenn man so einen Feigling nicht braucht im Sturm. Naja. Ihr seid klug und agil. Doch auch wir haben uns euren zuzänglich Kleidklang gelernt und werden euch im nächsten Spiel Paroli bieten. Du da hast ein weißes Anzug an. Nicht Trikot, sondern dieser so Anzug. Auf der Suche nach Gegnern? Dann sagt Bescheid, wenn ihr mal ordentlich auf den Nuss bekommen wollt. Ja, so war sich der Satz gebildet. Okay, Karate-Kicker. Nein, nein, ein Body-Typi. So, du rennst nach vorne, du dahin und du dahin und du passt dann ab. Ich mache immer die gleiche Taktik. Nein, Arion, was machen Sachen denn? Okay, durchsetzen. Das schaffen wir doch. Die haben alle keine Spezialtechniken drauf, aber ich vergagger diesen Ball. So, und jetzt rein mit der Kugel. Ich hab doch ins Tor getut. Warum den? So, rein. Am besten mal Strom. Das riskieren wir nicht. Los, ertränkt dieses Schwein. Und Flugfisch-Finale. Oh. Boing. Ja, so macht ein Ball. Boing. Yay, Breakdance. Ja, ready. Ja, wir wissen's. Willi will's wissen. Ah, so viele Erfahrungspunkte. Das tut ja gut. Hallo, du. Ordentliche Leistung, aber seid ja nicht zu sicher, dass ihr beim nächsten Mal auch gewinnen könnt. Irgendwie so war der Satz. So gehen wir ins Dojo rein. Dojo. Okay, hier gibt es auch etwas zu sehen. Du da, was hast du? Schönen Tag, Sportsfreunde. Ich habe hier feine Spezialtechnik-Anleitungen für euch. Werft doch einen Blick mal rein. So, Doppelfalle, Feuerpfeiler. Ja, das schaue ich mir offscreen an. Aber hier seht ihr, was man da alles einkaufen kann, auch wenn die sau teuer sind. Das piekst. Das piekst, habt ihr gehört? Orca-Klatsche schon wieder. Ja. So, war's das? Irgendwie so. Du da, du hast einen Shop. Hallo, Spaß beim Stöbern. Irgendwie so. Was soll man da? What? Oldie-Schuhe, 40 Schusskraft, bist du deppert? Ich hab einen im Inventar. Boah, das wird immer mehr. Annahme sogar. Ich glaube, ich warte mal ein bisschen ab, weil ich weiß nicht, wie. Vielleicht gibt es dann irgendwann so ein 100-Annahme-Gedöns. Schon wieder Gedöns. Warum sage ich das dort? Man sieht gleich, ihr seid visierte Fußballspieler. Wollt ihr mal nicht mal einen Blick in meinen Club werfen? Die Nippon Collection. Nippon. Ist das nicht Japan? Heißt das nicht Japan? Irgendwie sowas? Wer seid ihr? Naja, nicht so wichtig. Aber es gibt wirklich viele, die hässlich sind, finde ich. Ja, aber wenigstens schauen nicht alle gleich aus. Das muss man schon sagen, ne? Warum schaue ich mir das jetzt alles durch? Für euch, ja. Sowas mache ich für euch. Wir könnten uns das eh leisten. Seht euch die Teamgeistpunkte an. 61.000 schon. Naja, du da. Euer Fußballstadion kann sich wirklich sehen lassen. Aber das hier macht auch ein bisschen was hier an was. Ich hoffe, dass eines Tages der Kendo-Club das Aushängeschild der Reimann Junior High wird. Ja, wir sind Rivalen. Yay. Unser Club hat kaum Mitglieder und die besten Kandidaten werden uns oft von anderen Clubs weggeschnappt. Bei euch ist das sicher anders. Nein, unser bester Mann, blö, bla, blub. So, wer ist denn hier? Können wir hier irgendetwas fotografieren? Boah, wer möchte ringen? Irgendwie so. Boah, bum, bum. Du da. Ja, so machen die Ringer sicher. Ich trainiere hart. Super hart. Und trotzdem komme ich nicht voran. Zumindest nicht, was die Anzahl meiner Groupies betrifft. Was ist ein Groupie?
Ist du? Ah, wir können ja wieder bewegen. Ja, Spaß, 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 aber hier nicht. Doch. Und wieder überall die Schuhe, die liegen überall herum. So, was können wir hier trainieren? Ja, Schusskraft. Oh, okay, okay. Machen wir mal Airwearn, auch wenn das sau teuer ist mit Airwearn. Ja, 500 kostet jetzt, glaube ich, jedes. Bla. Juhu. Gib's in Airwearn. Boing. Mann, warum nicht Spitze? Das könnte ich auch vielleicht einmal zeigen, wie die ganzen verschiedenen Animationen ausschauen. Du hast ein neues Foto gemacht, japanische Trommel. So, mit wem muss ich reden? Mit dir nicht. Beim Kendo-Club ist immer was los, ne? So viel Motivation würde auch uns gut tun. Ja, irgendwie so. Hallo, ihr da. Was sollt ihr denn hier? Wenn ihr wegen Nishiki, hier seid, könnt ihr gleich wieder gehen. Den rücken wir nicht raus. Genauso wenig wie den Taktikzettel für die Flügelpfeile. Technik. Erstens, warum wisst ihr davon? Zweitens, warum nicht? Seid ihr blöd im Kopf? Und außerdem, wie wär's, wenn wir mal den Betroffenen fragen und nicht zu streiten? Er gehört mir, nein, er gehört mir. Ganz ruhig, kein Grund, gleich pumpig zu werden. Ich mache auch einen Vorschlag, ja? Wir spielen eine Runde Fußball gegen euch. Wenn wir gewinnen, bekommen wir Nishiki und den Taktikzettel, weil das voll fair ist, ne? Wir als so gesehen Profifußballer gegen Leute, die das nicht machen. Wenn wir verlieren, hören wir auf, euch damit zu nerven. Und? Die zwei hier treten euren Kendo-Club bei. Was? Ja, das kann dir nicht schaden, Jaoya. Die beiden sehen etwas schmächtig aus. Aber ich nehme an, wir würden schon eine Verwendung für sie finden. Einverstanden. Wie sie dastehen. Keine Sorge, Leute, die schlagen wir schon. Ihr seid schließlich beide in der ersten Mannschaft. Aber wenn der Nishiki in der Mannschaft ist... Mal sehen. Warum? Alter, du bist blöd. Ja, genau wie du. Und trotzdem musst du nicht in die Kendo-Mannschaft, wenn wir verlieren. Wir warten draußen auf euch. Sagt uns Bescheid, wenn ihr bereit seid. Ja, ja. Meine Chance gegen Alpin... Arktis-Block zu haben, brauchen wir die Flügelpfeile. Wir müssen den Kendo-Club besiegen. Yay! Besiegen wir sie oder besiegen wir sie nicht? Ist das wieder so ein großes Match oder nur 5 gegen 5? Aber schnatter! Alter. Ja, ja. So, ernsthaft? Was ernsthaft? Wisst ihr, ja, immer zu spät. Ernsthaft? Ja. Naja, vielleicht nicht immer, aber fast immer. Ja. Naja. Naja, gegen dort Kendo Club, natürlich treten wir gegen sie im nächsten Part an. Also Leute, ciao Leute, Gedöns, bye.